geben, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Das ist genau das Programm. Alle anderen bekämpfen, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Islam heißt Unterwerfung. Alle sollen sich der Scharia, dem islamischen Gesetz und Allah unterwerfen, dem politischen Islam. Das ist das Programm. Ja? Wenn ihr euch unterwerfen wollt, viel Spaß. Ja? Ihr werdet es erleben, es kommt. Der Machtanspruch des Islams kommt. Das Plakat mit Nationalsozialismus, Kommunismus. Keine Hetze! Kommt doch noch was! Und deswegen sagen wir Solidarität mit Israel, dem einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten. Ganz klar. Ja, warum denn den Mittelfinger? Bist du gegen Israel? Ja? Oder? Du bist gegen mich. Na, das reicht, ne? Du missbrauchst Israel doch nur. Du missbrauchst nur. Ja, ich missbrauche die Juden, ich missbrauche Israel, ja, ich missbrauche die Frauen und die Homosexuellen. Ja, genau. Das ist es. So, Leute. Und dann haben wir noch das Plakat mit dem kommunistischen. Das kommt weg. Das kommt weg auf den Haufen. Stürzenberger, Stürzenberger! Alles wird gut, Freunde. Also, hier haben wir das Plakat, wo wir gegen jede totalitäre Ideologie vorgehen und warnen. Alles massenmordende Ideologien. Der Nationalsozialismus, wissen wir, ne? Für 50 Millionen Weltkriegstote verantwortlich, 6 Millionen vergaste Juden und so weiter und so fort. Insgesamt 65 Millionen Opfer. Der Kommunismus, noch schlimmer, 100 Millionen Opfer. Stalin hat 20 Millionen Andersdenkende im Gulag ermorden lassen. Das waren die KZs des Kommunismus. Nicht besser. Ganz ehrlich, der Kommunismus ist nicht besser. Und der islamische Faschismus, der politische Islam, hat in seiner Ausbreitung über 57 Länder, die er erobert hat und grausam unterworfen hat, 270 Millionen Menschen getötet. Die gesamte Zeit von 632 nach Christus, wo der Islam aus Saudi-Arabien raus ist und ein Land nach dem anderen grausam islamisiert hat. Und es geht weiter. Die Islamisierung geht weiter, weil diese totalitäre Ideologie so ist wie am Anfang. Sie darf sich auch nicht verändern. Das ist der Punkt. Ja? So, und jetzt kommen wir mal auf die kommunistischen Idole zu sprechen. Jetzt wird es nämlich spannend, Freunde. Ja? Nein, 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 halt nicht halt die Fresse. Ja? Jetzt gucken wir uns das mal an. Josef Stalin, ich habe es eben schon erwähnt, 20 Millionen Menschen abgemurkst. Ein kommunistischer Diktator. Der sagte, der Tod eines Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik. Ein menschenfressender kommunistischer Diktator. Stalin. Übrigens, der Ramelow, ja, der thüringische Ministerpräsident der Linken, hat 2012 auf einer Reise in Russland, hat er Bilder von Stalin gezeigt, auf so CDs, Genosse Stalin. Ja, da sehen wir die Brüder im Geiste. Hoffentlich wird der nie wieder thüringischer Ministerpräsident. Mao Zedong, chinesischer, kommunistischer Massenmörder, ja, Idol von vielen, auch in den 60er und 70er Jahren, da liefen die ganzen Kommunisten hier mit der Mao-Bibel rum. Der Kretschmann auch, der jetzige Ministerpräsident der Grünen in Baden-Württemberg, war früher auch ein Kommunist, auch mit Mao-Bibel. Ein Massenmörder. 45 Millionen Opfer. Sein Leitspruch war, bestrafe einen, erziehe 100. Ja, ist ja gut da hinten. Pol Pot, Kambodscha, das ist der von den Killing Fields, 2 Millionen Opfer. Der sagte, wenn du den Feind vernichten willst, dann musst du erst den Feind in dir vernichten. Ho Chi Minh, Vietnam, 1 Million Opfer. Das sind diese ganzen kommunistischen totalitären Führer. Er sagt, wer ein Gewehr hat, nehme sein Gewehr. Wer einen Säbel hat, nehme seinen Säbel. Wer keinen hat, nehme eine Hacke oder einen Knüppel, um Andersdenkende
totzuschlagen. Leute, und ganz ehrlich, wenn hier in Deutschland ja, andersdenkende Patrioten von der AfD auf den Straßen zusammengeschlagen werden, ist es genau in diesem totalitären kommunistischen Geiste. Che Guevara! Da sind viele in Deutschland rumgelaufen mit T-Shirts und Mützen. Ne? Der wurde verklärt als Held. Auch ein Mörder. Er lief mit der Pistole rum und hat Andersdenkende abgeknallt. 13.000 Opfer gingen auf sein Konto. Ich dürste nach Blut und werde nicht ruhen, bis die kapitalistischen Kranken vernichtet sind. Alle wollen dasselbe! Dasselbe! Ja, ich gehe auch gern baden in der Elbe, kein Problem. Aber da kommen wir im Sommer wieder. Erich Honecker, der DDR-Faschist, ja? 327 Mauertode. Du, diese armseligen DDR-Würstchen mussten ihre Bürger einmauern, dass sie nicht weggelaufen sind. Und den Bürgern haben sie noch erzählt, das ist ein antifaschistischer Schutzwall. Ja? Die haben ihre Leute für blöd erklärt mit ihrer sozialistischen Propaganda. Die mussten sie einmauern, dass sie diesen Drecksstaat nicht verlassen haben, weil da sind Hunderttausende geflüchtet, weil keiner möchte sich ausspionieren lassen, möchte sich in einem totalitären Staat hier drangsalieren lassen. Ja, da sind wir froh, dass 89 die Mauer gefallen ist und dieses sozialistische Unrechtsregime beseitigt wurde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob manche von euch der DDR nicht hinterherweinen. Ne? War doch schön, da konnten die Gegner ins Gefängnis schmeißen, ne? Bautzen, ne? Und so weiter und so fort. Ne? Also bei manchen, ja, da sehe ich die Sehnsucht in den Augen. Ne? Ja, 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 wir wissen schon, was los ist. So, Freunde.